für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Hahn, wie verlogen ist das denn? Sie haben uns gerade eben hier lang und breit ausgeführt, dass die deutsche Beteiligung am MINUSMA-Einsatz gescheitert war, dass das lange abzusehen war. Aber als Sie diesen Eintrag hier eingebracht haben, da haben Sie gerade mal 3 Monate vorher den Antrag gestellt, ergebnisoffen die deutsche Beteiligung zu evaluieren. Das Ding kam dann aus dem Ausschuss zurück, ablehnend beschieden am 1. Dezember. Sie haben den Antrag heute hier aufgesetzt und dann wohl gemerkt, dass die Zeit Sie überholt hat. Wer zu spät kommt, den bestraft halt das Leben. Das hat die Geschichte schon gezeigt. Dann haben Sie mit heißer Nadel einen Antrag dazugestellt, am 7.2. MINUSMA beenden, eine Gesamtstrategie für den Sahel schaffen. Tja, wären Sie der AfD gefolgt, hätten Sie diese Mission von Anfang an abgelehnt. Seit wir im Parlament sind, lehnen wir die deutsche Beteiligung ab, weil dieser Einsatz gescheitert ist. 10 Jahre sind wir vor Ort, und 10 Jahre hat sich nichts zum Besseren gewandt. Die Bundesregierung möchte die nun deutsche Beteiligung im Mai 2023 auslaufen, noch mal um 1 Jahr verlängern, um dann geregelt abziehen zu können. Ich hoffe, dass dies kein zweites Afghanistan wird, wo man auch die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Man ist nicht rechtzeitig abgezogen, obwohl die amerikanischen Partner dort gesagt hatten, wir gehen, wollte Deutschland das nicht glauben. Man hat die Augen vor der Realität verschlossen, bis irgendwann aus dem Verteidigungsministerium kritische Stimmen aufkamen, die sagten, oh, wir müssen die Abgeordneten jetzt mal in, so heißt es, homöopathischen Dosen auf die geänderte Lage vorbereiten. Dieses Fiasko darf uns in Mali nicht passieren, und deshalb müssen unsere deutschen Truppen so schnell wie möglich nach Hause zurück. Was ist in der Region passiert? Wir betreiben seit den 60er Jahren in der Sahelzone Entwicklungszusammenarbeit. Damals hieß das noch Entwicklungshilfe. Und was hat das gebracht? Nichts außer dass wir Millionen und Milliarden deutsches Steuergeld in der Region, in den Subsahara-Afrika, verbrannt haben. Jetzt beklagen Sie, dass Wagner-Truppen vor Ort sind, dass Russland Einfluss gewinnt. Aber mal ganz ehrlich, die Menschen dort vor Ort feiern die Russen als Heilsbringer. Sie wollen keine europäische Besatzungsmacht haben, keine UN-Besatzungsmacht. Sie haben das Recht, sich ihre Partner selber auszusuchen. Und wenn der Außenminister Lavrov vor Ort ist und dort Gespräche auf Regierungsebene geführt werden, dann ist das ein Zeichen, was wir zu akzeptieren haben. Wir sind vor Ort nicht willkommen. Wir haben es eben gehört, unsere Soldaten werden gar nicht mehr in die Region hineingelassen. Welche Interessen haben wir jenseits der feministischen, wertegeleiteten Außenpolitik in der Region? Gar keine. Einmischung tut selten gut. Lassen Sie sich nicht durch Werte, sondern durch Interessen leiten. Und deutsche Interessen sehe ich hier nicht tangiert. Was waren unsere Interessen, dass wir uns in der Region engagiert haben? Erstens der Kampf gegen den islamistischen Terrorismus. Das machen offensichtlich die Russen jetzt effektiver und besser. Kein Grund für uns, da zu bleiben. Zweitens Stabilisierung der Region. Ich sage Ihnen, durch Truppen stabilisieren Sie nicht, durch wirtschaftliche Zusammenarbeit und Hilfe zur Selbsthilfe. So retten Sie Regionen und ermöglichen Menschen ein Leben vor Ort. Drittens Eindämmung der Migration nach Europa. Ich sage Ihnen, da fehlt Ihnen der politische Wille. Sonst würden Sie nämlich die Pull-Faktoren beenden, einen effektiven Grenzschutz betreiben und das staatlich finanzierte Schleppertum über das Mittelmeer beenden. Die Franzosen sind bereits weg. Wir haben es eben gehört, die Kommandoketten funktionieren nicht mehr. Die internationale Schutztruppe ist bereits auseinandergefallen. Die Franzosen sind bereits weg. Die Briten und Schweden ziehen jetzt ab. Lassen Sie uns nicht die Letzten sein, die das Licht ausmachen. Wir stimmen Ihrer Überweisung in den Ausschuss zu. Und unsere Soldaten müssen so schnell wie möglich nach Hause. Ich erinnere an die 2021 schwer verletzten 12 deutschen Soldaten. Das wäre uns erspart geblieben, wenn Sie vorher die Reißleine gezogen hätten. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun die Kollegin Merle Spellerberg das Wort.